Ja, herzlich willkommen zu den beiden. Zum vierten Mal, ne, sitzen wir hier so vor Halloween, an Halloween zusammen und haben für euch wieder ein paar Halloween-Videos. Die werden jetzt auf 5 hochgeladen, die werden jetzt folgen. Den Anfang macht Prime, ne, von Logan Paul. Der hat eine neue Sorte herausgebracht, die nennt sich Glowberry. Und witzig wäre es, wenn die im Dunkeln leuchten würde. Ist auf jeden Fall designtechnisch sehr an Halloween und so weiter angelehnt, soll aber wohl angeblich in den Staaten gar keine Halloween Edition sein. Dass sie jetzt hier zu Halloween rauskam, ist dann wahrscheinlich entweder gemacht oder Zufall. Ja, ja, so ein Ding wird das sein. Ne? Apfel, Limetten und Kiwi-Geschmack. Jo. Oh krass, Kiwi und Apfel hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, Limette bei Berry eigentlich auch nicht, aber Limette vom Design her schon. Aber Logan Paul hält sich und ich finde sogar, eigentlich für dieses Premium-Produkt, und es ist auch ein Importgetränk, mehr oder weniger, oder wird das mittlerweile in Deutschland hergestellt? Okay, es übernimmt tatsächlich, ja, mehr oder weniger, ja gut, in der Schweiz halt, ne? Irgendwie, wo? Ja, in Zug? Keine Ahnung. Es ist ein Importgetränk und normalerweise... Zug, okay, geil. Zug. Normalerweise kostet ja sowas, wenn es importiert ist, ja eigentlich Minimum 4 Euro oder so. Ja, 590 war der normale Preis, überleg ich mal. Naja, 500 ja. Euro wieder. Ja, Logan Paul kennt man. Logan Paul ist damals auf YouTube negativ aufgefallen durch den Suicide Forest, in dem er da auch irgendeine Leiche gefilmt hat. Eigentlich krank, dass er dann so ein Beilchen drauf hat. Und ja, das wird wahrscheinlich dann mal so als... Nein, Quatsch. Wahrscheinlich ist das nicht, Junge. Celebrated das oder was? Jetzt wird's aber cover. Nein. Ja, auf jeden Fall, den Typen kann man mögen oder nicht. Ne? Es ist ja mittlerweile ist ja auch bei WWE unter Vertrag und ja, ist auch ein sehr großer Pokémon, Sammler, Trader, was auch immer. Stabil. YouTuber. Genau. Der ganze Plunder hier hat 2 Gramm auf Zucker auf 500 Milliliter. Das bedeutet pro Milliliter ein bisschen weniger als ein halber Gramm. Ja, ist halt Nutrition. Da ist Glow in the Dark, das leuchtet das nicht. Nicht nennenswert. Das ist natürlich geil. Das hatte noch kein Getränk. Ja, es war wahrscheinlich nicht lang genug in der. In der Sonne. In der Kühlung. Hey. Oder in der Kühlung. Oder in der Sonne. Oder in der Sonne. Oder. Wie auch immer. Ja, keine Ahnung, Mann. Scheiß drauf. Ja, okay, ich würde sagen, wir öffnen den Schrott einfach mal und gucken. Ich habe noch nie ein Getränk gesehen, was irgendwie da. Ich habe eine Schallplatte im Dunkeln leuchtet. Ja. Okay. Ja, riecht so ein bisschen nach. Ja, so Limette und so ein bisschen nach diesem typischen Candy Corn, was du in Amerika zu Halloween kriegst. Das riecht aber auch irgendwie nach. Nach Apfel, Handseife. Ja. Doch. Also riecht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht eigentlich. Riecht sehr angenehm, riecht stabil, ja. Oh, schmeckt tatsächlich auch ziemlich nach Apfel. Nach so einem Apfel. Oh, der ist gut. Nach einer Apfelsüßigkeit. Und Kiwi kommt durch, Mann. Apfelmehl. Ey, das schmeckt mega. Das habe ich aber schon so oft von erzählt, als ich noch klein war. Als ich Kind war. Oh, das schmeckt voll nach Kiwi, aber war richtig ja, dolle, oder? Richtig dolle nach Kiwi. Es gab so ein Getränk, so ein kleines Tetrapack mit so einem Alien drauf, das hat nach Apfel geschmeckt. Das habe ich so getrunken wie ein bekloppter Mann. Das fand ich so geil. Genauso ähnlich schmeckt das auch wieder. Das erinnert mich daran. Keine Ahnung, wie die Scheiße hieß. Ich versuche das seit Jahren rauszukriegen, aber ich. Aber was schmeckt denn noch so? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, dieser Apfelgeschmack. Ja, keine Ahnung. Warst du schon mal beim Schnitzelkönig? Ja. Ich auch. Gibt es nicht irgendeinen Saft, der auch irgendwie, so einen Apfelsaft, der so süß schmeckt? Naja, aber nicht beim Schnitzelkönig. Die Kiwi kommt richtig, richtig gut. Ich finde es geil. Ich finde es richtig lecker. Der Geruch, der Geschmack erinnert mich ein bisschen an Rewe. Warum? Irgendwas, was es bei Rewe gibt? Irgendein Getränk, was man hier auch in Deutschland kennt, finde ich. Ja. Safe. Ah, der, kennst du den Pfanner, den, der Grüne? Nee, es gibt einen Pfanner Apfelsaft, der auch recht künstlich schmeckt, aber der ist auch sehr süß. Aber auch sehr, ja, einen sehr starken Apfelgeschmack hat, aber auch so einen künstlichen. Und es gibt von Pfanner so einen 2 Liter Apfelsaft. Und der schmeckt nicht natürlich nach Apfel, sondern eher so ein bisschen künstlich. Und so schmeckt der von Prime. Schatz, du musst bedenken, der ist auch sehr süß, ne? Das erinnert mich, ich bin auch sehr süß. Das erinnert mich. Das erinnert mich halt daran. Schmeckt halt künstlich nach Apfel und künstlich nach Kiwi, aber schmeckt halt geil. Ich finde den lecker. Schade, dass das Glowberry heißt, weil es schmeckt halt nicht wirklich nach Berry, ne? Alter, die Mette kommt gar nicht durch. Es ist nicht säuerlich. Nee. Was richtig riecht, der Schiss spricht für den extrem. Ich finde den lecker. Ich finde den Effekt cool, dass er halt im Dunkeln leuchtet. Designtechnisch
finde ich den auch ziemlich ansprechend, muss ich sagen. Ja. Total, ich mag so düsteres Gedöns. Eigentlich hätte ich da nicht viel daran auszusetzen, bin ich ehrlich. Nein. Eigentlich. Er schmeckt mir gut, ich mag ihn. Hättest du irgendwas daran auszusetzen? Nee, ne? Den gebe ich ihm von 10 von 10. Ich auch. Nur, dass die Mette nicht durchkommt, also ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, gut, okay, aber scheißegal, ja, ob dir die Mette brauchst oder. Naja, wer mag denn schon die Mette? Also keine Ahnung. Ja. Ist nice, wenn du es vielleicht schmeckst und hast, aber wenn du es nicht hast, bist du halt auch keine Limette. Also, stört mich nicht. Aber geiles Getränk. Kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Hammer, ey. Mit dem Grün und mit dem. Ja. Mit diesem. Im Wald, das ist schon. Geile Idee. Geile Idee vor allem vorhin auch. Wie hallo, ein paar Jahre macht man ein Getränk, was irgendwie leuchtet. Okay. Ja, keine Ahnung, ist halt eine geile Idee so, ne? Das. Überleg mal. Du hast irgendwie das Getränk und es ist dunkel und du hast irgendwie irgendwo stehen und das leuchtet halt einfach. Das ist total cool, oder? Also das ist halt so ein Gimmick, so Spielerei so, aber das ist halt cool, weil einzigartig. Ich meine, ich kenne kein Getränk, was im Dunkeln leuchtet. Wäre das erst. Und alleine dafür ist halt schon, ne? Cool. Ich gebe dir eine 10 von 10, Mann. Mega Ding. Bin gespannt, ob es den länger gibt, weil ich vermute, es wird eine Edition nur sein. Glaube ich noch nicht mal. Wir gucken einfach. Wie bei jedem Produkt ist und nach den Absätzen und so. Ich würde das Video jetzt abrupt beenden, weil ich echt hardcore pissen muss.